Der meteorologische Sommer hat offiziell begonnen. Für viele die schönste Jahreszeit. Planschen am See, Grillen mit Freunden oder ein Sonnenbad im Garten. Doch der Sommer kann auch seine Gefahren mit sich bringen. Vor allem, wenn er so heiß wird, wie es diese Woche vermuten lässt. Temperaturen von bis zu 40 Grad. Für Pflanzen und Tiere eine enorme Belastung. Für uns Menschen bedeutet die Hitze vor allem eins: Trinken, trinken, trinken. Warum das so wichtig ist, verrät ein genauerer Blick auf unseren Körper. Der besteht zu etwa 70% aus Wasser. An heißen Tagen verlieren wir davon bis zu 2,5 Liter. Unserem Körper müssen wir demnach wieder Flüssigkeit zuführen. 1,5 bis 2 Liter reines Wasser sollte ein Erwachsener an heißen Tagen trinken. Leichter gesagt als getan. Immerhin schmeckt das Ganze dann doch etwas langweilig. Das lässt sich jedoch ganz leicht ändern. Der perfekte Sommerdrink ist schneller kreiert als gedacht. Zuerst jedoch befassen wir uns mit einem alteingesessenen Mythos. Warme Getränke sollen laut Volksmund die beste Wahl an heißen Tagen sein. Eiskalte Getränke dagegen seien genau der falsche Weg. Und tatsächlich, warme Getränke vermitteln dem Körper ein stärkeres Hitzesignal aus dem Inneren. In der Folge schwitzen wir mehr und unser Körper wird stärker abgekühlt. Ein Glas eines kalten Getränks richtet in der Regel jedoch keinen Schaden an. Nun also auf zum perfekten Sommerdrink. Ein echter Hingucker auf jeder Sommerparty: Beereneiswürfel. Einfach die bevorzugten Beeren in eine Eiswürfelform geben und anschließend mit Wasser aufgießen. Danach ab ins Kühlfach und ein paar Stunden warten. Währenddessen widmen wir uns einem waschechten Klassiker, der süß-sauren Limonade. Die Zutaten: Eiswürfel, eine Zitrone, eine Orange und etwas Minze. Mit der flachen Hand und leichtem Druck rollen wir die Zitrone auf einem festen Untergrund hin und her. So kann der Saft leichter austreten. Im Anschluss schneiden wir die Zitrusfrucht in Scheiben. Der Orange blüht das gleiche Schicksal. Anschließend schichten wir abwechselnd Eiswürfel und Fruchtscheiben in einen Behälter. Minze, Wasser und ein Spritzer Zitronensaft vollenden Sommerdrink Nummer 1. Weiter geht's mit etwas würzigerem, dem Pfirsich-Ingwer-Eistee. Dazu benötigen wir abermals Eiswürfel, ein Stück Ingwer, etwas Pfirsich-Eistee und ein paar Zweige Rosmarin. Den Ingwer schneiden wir in feine Scheiben, den Rosmarin rollen wir auf dem Untergrund und setzen somit die ätherischen Öle frei. Beides kommt zusammen in einen Behälter. Dazu geben wir Eiswürfel, Pfirsich-Eistee und Wasser. Einmal kräftig umrühren und fertig ist unser Pfirsich-Ingwer-Eistee. Zu guter Letzt noch eine fruchtig-frische Beerenschorle. Die Zutaten: unsere selbstgemachten Beereneiswürfel, ein paar übrige Blau- und Himbeeren und etwas Minze. Die Beeren zerdrücken wir zu einem groben Brei und geben sie in einen Behälter. Dazu etwas Minze und unsere Eiswürfel, noch mit etwas Wasser aufgießen und fertig ist auch dieser bunte Sommerdrink. Ob nun spritzig herb oder fruchtig süß, welche Variante den persönlichen Geschmack trifft, das bleibt jedem selbst überlassen. Wichtig ist eben nur, dass wir überhaupt ausreichend trinken. So lässt sich die Hitze unbeschwert überstehen.